Willkommen zurück bei Skyrim. Wir haben jetzt eben gerade das nächste Totem geholt. Welches war das eigentlich? Mal ganz kurz gucken. Totem. Werwolf-Totem, welches? Werwolf-Totem kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Verrät mir das die Quest? Nö. Wissen wir jetzt einfach noch nicht. Jetzt räumen wir hier erstmal auf und... Was? Oder flüstern. Wo geht's dahin? Die Tür ist noch geschlossen. Das ist wahrscheinlich nur ein Schrank, oder? Irgend sowas. Gold, Granatstein, kleiner Siedstein, Roller, Saphirs, Schutzgeist, beschwören. Okay, dann irgendwie müssen wir da hinkommen. Der Weg, der war uns gerade versperrt. Da sind noch mindestens 4 Gegner. Da muss ich überall nochmal durchlaufen. Später als Werwolf und jo, aufräumen. Moment, Karte. Was ist da hinten? Nix, ne? Oder doch? Holztür? Nichts von Interesse. Oh, da hat ein Schild. Ein einfacher Eisenschild. Ich wusste gar nicht. Ich dachte, dass die überwiegend mit dem Bogen kämpft. Nichts von Interesse. Da waren wir auch schon, da muss ich nochmal her. So, und jetzt sind wir gleich wieder durch, oder? Ostmarsch. Nee, ich will nicht nach Ostmarsch. Menno, wie komme ich denn da hin jetzt? Ach, komm. Über den Hof ist es kürzer. Irgendwie ist das komisch. Da sind noch 4 Nekromanten. Also wahrscheinlich sind es Nekromanten. Und die hätte ich auch gerne noch erledigt. Gibt es hier noch einen zusätzlichen Eingang irgendwo? Nee. Also hier nicht. Gibt nur diesen Hintereingang und den hier. Na gut, dann gehen wir halt da wieder rein. Das ist kürzer als den ganzen Weg wieder zurück. Dann muss ich mir die Karte nochmal aufmerksam angucken. Also die Kartendarstellung ist gerade wenig hilfreich, was das betrifft. Aber versuchen wir es. Kerker. Kerker. Nö, hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Da muss doch irgendwo ein Durchgang sein. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn nicht, das Totemhammer. Der Durchgang ist hier verschüttet. Aber trotzdem, das ist seltsam. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Das ist die Toilette. So eine Art Abort. Nee, ich habe hier nichts übersehen. Ja, gut, dann ist mir das jetzt auch egal, dann lasse ich die halt in Ruhe. Vielleicht laufe ich in der Werwolf-Gestalt nochmal über den Weg. Und
Und mittlerweile bin ich als Werwolf ein bisschen stärker. Das könnte ich überleben. Wo ist es denn bei den Kräften, ne? Bestiengestalt, welchen Ring teste ich denn heute? Ich hab doch Ringe, die für Werwölfe Bonus geben. Verlängert die Wirkdauer deines Heulens. Ermöglicht immer eine zusätzliche Verwandlung. Das hat neulich mal gar nichts gebracht. Deine Angriffe sind 50% stärker, aber da brauche ich erst mehr Verteidigung irgendwie. Das ist auch für den Arsch irgendwie. Ich nehme den hier, regeneriert sich die Gesundheit. Und jetzt. Gut. Das mache ich aber jetzt im Schnelldurchlauf. Ihr kennt das schon. Und ja, moderieren tue ich jetzt nicht mehr, weil sich das komisch anhören würde. Wenn es wieder relevant ist, lasse ich es wieder normal schnell laufen.
So, ich denke, ab hier lasse ich es wieder normal laufen. Hier draußen sind noch zwei, dann haben wir es eigentlich so ziemlich geschafft. Ihr habt vielleicht vorhin gesehen, dass es einen neuen Werwolf-Skillpunkt gibt. Und den werden wir jetzt dann noch gemeinsam einsetzen, auf jeden Fall. Das waren hier draußen, glaube ich, nur zwei. Von dem Atronachen kriege ich ja nichts. Ja, dann gucken wir mal, was wir mit dem Punkt machen. Was hätten wir denn? Totem der Eisbrüder, Totem des Mondes. Moment. Totem der Jagd hätten wir, ne? Totem der... Des Werwolfvollen Totem der Jagd besitzt eine größere Reichweite und zeigt an, dass sich Ziele im Kampf, nicht im Kampf oder auf der Suche befinden. Oder, ja, ich glaube, ich investiere erst einmal in Stärke. Dann kann ich auch mal als Werwolf kämpfen. Ich denke, das nächste Mal kann ich es mal riskieren, in der Werwolfgestalt auch einen Kampf zu machen. Mit 75% mehr Schaden. Und, ja, gut. Jetzt wird es Zeit, wieder die Gestalt zu wechseln. Dazu warten wir einfach mal 2 Stunden, 3. Na? 3. Na? Wahrscheinlich habe ich so viel genährt. Ja, doch, geht schon. Direkt Verwandlung. So, und gleich ankleiden. Hallo. Ankleiden. Objekte. Ja. Blackwood Armor, Blackwood Boots, Gauntlets und... Nein, das war falsch geklickt. Einmal hier, Krieger und nochmal Krieger. Und F5, den Sermon mache ich nicht nochmal. Dann hole ich mal meine Waffe und Aurel's Shift. Und dann bin ich wieder... vorbereitet. Gut, wir gehen jetzt mal nach Jorvaskr beziehungsweise in die Tiefenschmiede und stellen das Totem auf. Okay, dann runter da. Ich bin mal gespannt, welches das ist, weil das werden wir wahrscheinlich erst jetzt erfahren. Totensockel. Welches ist das? Totem der Bruderschaft. Aha. Totem der Jagd haben wir schon. Totem der Bruderschaft. Und da drüben ist noch ein Sockel für ein drittes Totem. Das holen wir uns auch noch in einer der nächsten Folgen. So, Peten. Totem der Bruderschaft. Schade, dass ich jetzt nicht... Warte mal. Kann ich nachschauen, was mir der Effekt bringt? Na, falsch. Hallo. Totem der Bruderschaft, steht es hier irgendwo? Nee, ist hier nicht aufgeführt, ist wahrscheinlich auch gerade gar nicht aktiv, sondern nur in der Werwolfgestalt. Ja, schade, dass ich nicht, also dass ich außerhalb der Werwolfgestalt nicht nachschauen kann, was das hinter euch bringt. So. Und wir nehmen gleich den nächsten Auftrag von Aela an. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Der Jarl von Ostmarsch hat uns um Hilfe gebeten. Scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende angreifen. Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien kümmern. Ja, nachdem wir offenbar alle Totem-Quests von Aela kümmern, machen wir auch ihre Aufträge. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Es ist einfach nur ein Tier, aber seid vorsichtig. Die Tiere von Himmelsrand sind zäher als an anderen Orten. Begonnen, Kammerjäger. Schön, dass Jordis nicht rumzickt, wenn ich in der Werwolfgestalt bin,
Serana kennt das ja bereits. Der macht das auch nichts aus. Irgendwie ist das jetzt der Hinterausgang gewesen, ne? Na, egal. Völlig Wurst. Genau. Wo ist denn der eigentlich? Das wäre mal interessant zu wissen. Okay. Also wenn... Geht das auch so rum oder geht's da nur raus? Nee, da scheint es nur rauszugehen. Gut, aber interessant irgendwie. So, wohin soll man denn... Säubere Kronwangerhalle. Wo ist denn das? Kenne ich das noch nicht. Hallo? Kenne ich tatsächlich noch nicht. Ist noch nicht auf der Karte markiert. Komme ich denn da am blödsten hin? Das schaut komplizierter aus. Am besten dahin, Drachen killen und dann immer den Berg runter. Das machen wir auch so. Moment, den Drachen, den... Nein. Den Drachen, den... Sniper ich weg, das heißt erstmal Nahbrust ausrüsten, dann in Schleichmodus und dann reisen. Das ist effektiver. So, dahin. Der ist bestimmt wieder respawned. Der hat uns schon gesehen, okay, den konnten wir jetzt nicht überraschen. Gut, dann. Irgendwie gefällt mir das. Stell dir nicht so an, John, das ist unser Tagesgeschäft, das geht. Bumm. Löst er sich in der Luft schon auf oder? Fast. Ja, wir hatten keinen Schleichmodus, deswegen hat der auch 3 Schüsse erfordert. Aber wie ihr seht, die Drache sind für mich nicht wirklich problematisch. Ist doch immer wieder ein feierliches Gefühl. Und die Drachenknochen nehmen wir natürlich mit. Begehrte Rohstoffe für mich muss ich später dann nochmal aufräumen, darf ich nicht vergessen. Sonst muss ich das während der nächsten Aufnahme tun. Dietrich, Gold, Granatstein und Klunker, Silber, dir den Stab, der Zombie, ja, können wir schon mal mitnehmen. Wiegt ja nicht allzu viel. Und ist trotzdem immerhin 449 Punkte, Dings. Punkte Gold wert. So, jetzt kümmern wir uns um das Untier. Das ist bestimmt irgend so ein Killerkanickel. Dum-di-dum-di-dum. Und jetzt immer den Berg ab. Das war der Plan. Mal schauen, ob es klappt. Normalerweise schon. Bergauf wäre ein bisschen komplizierter, aber so rum. Trifft man eigentlich am ehesten hin. Was bist du denn? Ach, ein Baum. Okay, ich dachte schon, das ist irgendein Viech. Dann oben bleiben, wenn wir... Hey, das sind ja noch mehr unbekannte Orte. Ein Riesenlager und eine Mühle. Hier war... Wo bin ich denn hier eigentlich? Hier habe ich noch gar nicht viel aufgedeckt, so wie es ausschaut. Blinder Fleck auf der Landkarte, das kann ich nicht dulden. Naja, jetzt tun wir mal das hier markieren. Da ist er auch schon, der Höhleneingang. Hat wunderbar funktioniert. Kronwanger-Höhle. Die ist neu. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals drin war. Auch in früheren Spielen. Der Name, der wäre mir bestimmt in Erinnerung geblieben. Seltsamer Name. Dann, Aura flüstern. Ich will wissen, wie viel ich hier... zu erwarten habe. Was?
Dumm-di-dumm-di-dumm. 1, 2, 3, 4. Oh, das. Von der Form her der Schatten sieht das nach Spinnen aus. Was heißt hier in der Quest, Kammerjäger? Soll mich eines gewaltigen Frostbiss-Spinne-Lagers in Ostmarsch annehmen? Ja, genau. Frostbiss-Spinne. Igitt. Die sieht mich überhaupt nicht, das ist fein. Und, klick. Und da unten ist die nächste. Warum soll ich mich von den Scheißviechern beißen lassen? Sehe ich doch überhaupt nicht ein. Wer ist da? Völlig bewusst, wer da ist. Die Viecher willst du nicht kennenlernen, glaub's mal. Oh ja. Und? Wer ist da? Sie will's halt ganz genau wissen, ne? So. Dann, da steht noch eine. Das kann man nicht dulden, weg mit dir. Hey. Wieso? Die ist schon tot, die steht da wie versteinert. Okay, aber hier ist ein. Schau mal her, da ist ein Schalter. Den Schalter können Spinnen offenbar auch benutzen. Wie erklärt man sich sonst das? Warte mal. Was ist das denn? Vampir? Ich will jetzt noch nicht schießen. Ich will erst wissen, wo mir das jetzt zu tun habe. Nicht, dass das friedliche Leute sind. Das sieht mir jetzt weniger friedlich aus. Volkiha Vampir. Serana, dein Einsatz bitte. Bom. Der hat gesessen. Und da drüben noch eine. Zack. Von wegen, hier geht's um Spinnen. Wird nicht gut enden für euch. Ich töte euch an Ort und Stelle. Okay, der Dämmerbrecher tut seine Arbeit. Gibt's hier Pfeile zum Zurückholen oder sowas? Nein. Aber den Vampirstab nimmt mit. Nö, die lernt nichts mehr, glaub's mir. Da hat sich's ausgelernt. Den Drachen noch bolzen hätte ich gern wieder. Das war ein beschworener irgendwas. Ein ehemaliger Krieger offenbar von der Bewaffnung her. Was ist denn mit dem Dunkelelfen hier? Da hat jemand einen Dunkelelf genascht. So viel zum Thema. Okay, da oben ist alles erledigt. Wir schauen uns aber mal da oben um. Ich will jetzt wissen, was da ist. Könnte ein einmaliger Gegenstand hier rumliegen, weil ich kenne die Höhle wirklich noch nicht. So. Ich war hier ganz sicher noch nie. Auch nicht in früheren Spieldurchläufen. Der ist ordentlich was wert, den nehmen wir mit. Wer baut? Ja gut, Vampirhöhle, genau. Vampire bauen in hier unten Häuser. Wollen es halt auch ein bisschen komfortabel haben, muss man ja irgendwie verstehen, ne? Sogar mit Alchemie-Gedöns. Aber, warte mal, haben wir das Gewässer jetzt erledigt oder nicht? Nö, ist noch nicht erledigt. Irgendwas muss es hier noch geben. Irgendwas? Ah, da unten, da sind noch rote Pünktchen, okay. Wie komme ich da hin?
Aha, da hinten. Muss man erstmal drauf kommen. Dann wieder in Deckung gehen. Ich möchte ungern gebissen werden. Zack. Das war aber immer noch nicht alles. Da unten ist noch eine. Ein rotes Pünktchen. Wer ist da? Hab ich dich jetzt erwischt, Serana? Das tut mir aber leid. Komm. Komm, lass mich das machen. Na? Wusste ich, dass ich etwas gehört habe. Ich würde gegen solche Viecher wahrscheinlich nie in Nahkampf gehen. Immer auf Distanz bleiben. Jetzt bloß halt da runterfallen. Das war's aber immer noch nicht, hä? Da ist noch einer. Okay. Daneben. Jetzt aber. Wir sind immer noch nicht fertig. Das ist ja ganz schön umfangreich hier. Da gibt's bestimmt noch eine andere Quest. Die Höhle hier, die schaut nicht so aus, als wäre sie nur für die Gefährtenquests erzeugt worden. Da gibt's bestimmt noch was anderes. Papierlager, da war ich doch gerade, oder? Oder auf jeden Fall. Hm. Ja. Was? Ja. Oh ja. Da ist noch einiges los. Für den Auftrag müssen wir mehr als nur einen Bären töten, das ist mal klar. Und tschüss. So. Wer ist da? Ich sollte mal die Waffe aufladen. Und gewöhnliche Seelensteine verballern, dass die mal rauskommen aus dem Inventar. Sehe ich doch, dass ich etwas gehört habe. Die macht immer lautstark auf sich bemerkbar. Es ist schwierig, mit solchen Leuten zu schleichen. Und klick. So, wieder eine weniger. Ich will nicht wissen, wie das hier gehen würde, wenn ich nicht schleiche. Wahrscheinlich hätte ich dann 30 von den Viechern auf einmal an der Backe. Oh, da schau an. Sag bloß, sie ist mit einem Schuss tot. Mann, bin ich krass. Kehre zu Aile zurück, steht direkt hinter mir. Bom. Oder? Nee, die haben wir diesmal nicht dabei. Jetzt hätte ich aber gern meinen, wenigstens von der großen, meinen Drachenbolzen zurück. So. Das war's. Dietrich und ja, den nehmen wir auch mit. Den auch. Die schöne Magie, warum nicht? Für das, was das wiegt, ist es viel wert. Und hier geht's auch noch irgendwo hin. Schreck. Fängt der Wecker an zu bimmeln, während ich in der Höhle von der Riesenspinne bin. Ich hasse das, wenn ich durch Spinnweb durch muss, aber was hilft's? Das irgendwie ist es fast so, als würde ich da wirklich durchlaufen. Da tut mir meine Velaya manchmal richtig leid, was die alles mitmacht. Was ist nur das? Eine Höhle. Wer weiß, was dort zu finden ist. Ja, jetzt ist da nichts mehr zu finden. Wir haben alles ausgeräumt. Ich denke, ich werde mal diese Mühle kartografieren. Das kann ich auch mit ein bisschen Sprint machen. Und von da aus reisen wir dann weiter
Jawohl. Mal den Werwolf-Geruch ab, bis die Wachen dann wieder sagen, ich rieche nach nassem Hund. Mischwassermühle entdeckt. Hier gibt es bestimmt auch, da vorne ist schon wieder was zu kartografieren. Das nehmen wir auch noch mit. Ist ja nicht weit. Und ihr seht ein bisschen was von der Landschaft. Ich halte die Kamera extra ein bisschen flacher als üblich. Das ist wieder ein Gefangenentransport, oder? Nee, kein Gefangener dabei. Möge euch leiten. Ja, euch auch. Talos war ja ursprünglich Tiber Septim, ne? Also einer der Drachenkaiser von Cerodiel. Jetzt ist alles, hier nimmt ja gar kein Ende. Jetzt habe ich irgendwie das Ziel aus den Augen verloren. Egal, das eine Ding da, das kartografieren man auch gut ist. Jedenfalls habe ich dann wieder ein paar Wegpunkte hier. Na da schauen, wer bist du denn? Seid gegrüßt, Schwester. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Wahrscheinlich das Skoma. Beste Skoma, der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir verboten. Ich probier's mal damit. Einfach nur aus Laune. Gebt mir einfach, was ihr habt, dann geschieht euch nichts. Ja, das wird nicht passieren. Weil? Ist da jemand? Dumpti-dumpti-dum. Du greifst mich jetzt mit der Faust an, oder? Genug, das reicht. Bumm. Ja, wenn es nur wirklich reichen würde, ist es schade, dass die nicht aufgeben. Bumm. Zack. Das bringt dich aus dem Tritt, oder? Scheiß Drogenhändler. Ja, du handelst nicht mehr mit Drogen, das sage der. Und dein Gold nehmen wir mal mit. Schlafbaumsaft kenne ich. Deine Gesundheit wird 100 Punkte erhöht. Scheint mir nicht verboten zu sein. Skoma Kajit stellt 25 Punkte. Ne, davon lasse ich die Finger. Das, aber Mondzucker, das ist eine Alchemiezutat. Ja. Normalerweise würde ich dieses Zeug jetzt noch vernichten, ist ja klar. Ah, hallo? Irgendwas muss ich hier noch markieren, sonst bin ich hier umsonst rumgerannt. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Mit meinem Pferd schon. Moment, unter Eternal Force. Komm mal her. Bergziegenmodus. Um meine Mädels brauche ich mir keine Gedanken machen. Mit dem Pferd komme ich darauf. Genau. Und dann kartografieren wir dieses Gedöns. Ilgrons Grab entdeckt. Das klingt interessant. Da werde ich bestimmt mal reinschauen. Oh, ich tue mein armes Geisterfeld ganz schön dran sanieren. Jetzt mal Full Speed. Das ist jetzt die Sprintgeschwindigkeit von dem Pferd. Und das ist doch das. Das ist doch dieses alte Gefängnis. Das kenne ich doch. Das kartografiere ich auch mal. Moment. Bisschen unkonventionell das Ganze. Aber wenn es funktioniert. Da gibt es auch noch eine Quest dazu, also haben wir sie jedenfalls schon einmal markiert. Jetzt gehe ich aber die Quest abgeben, sonst wird das Video noch zu lang. Himmelsschmiede und... Jo. Und wieder ist es nachts, arme Aela, die macht was mit mir mit. Immer wird sie von mir in der Nachtruhe gestört.
Oh, die schläft ja noch gar nicht. Hat sie Glück gehabt. Schön. Was benötigt ihr, mein Freund? Ja. Habt ihr Ratschläge für mich? Ich habe die Höhle der Bestien. Das hört man gerne. Hier euer Anteil an der Bezahlung. Das nächste Mal fragen wir wieder Farkas und dann Wilkas. Geh ich mal. Beziehungsweise Wilkas, damit wir nicht immer nur mit Viechern zu tun haben, sondern andere Quests. Hier sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt mal mein Inventar entrümpeln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.